Grüß Gott, liebe Kommunengruppenleiterinnen und Gruppenleiter. Ich stelle Ihnen nun die vierte Stunde vor. Zunächst aber ein kleiner Rückblick. In der ersten Stunde haben Sie die Gruppenkerze gemeinsam gestaltet oder wie auch das schon im Online-Unterricht getan haben, Sie haben sie für die Kinder sichtbar gestaltet. Mit den Netzen drauf, die unsere Beziehungen zeigen sollen, die entstehen, wenn wir miteinander das teilen, was uns im Herzen wach wird. In der zweiten Stunde haben Sie einen spirituellen Raum besucht. Sie haben Ihre Kirche kennengelernt. Und in der dritten Stunde ging es um das kleine Weizenkorn. Das eine, was in der Scheune geblieben ist, da ist schon wieder eins weggelaufen. Und die anderen, die ausgesät wurden. Wir brauchten Sonne und Regen, um zu gedeihen und um Frucht zu bringen. So ist es auch mit unserem menschlichen Leben. Wir brauchen die Wärme anderer Menschen. Wir brauchen den erfrischenden Regen von Gedanken und Anregungen, damit wir gut erwachsen werden. Die heutige Stunde heißt, das Leben ausrichten. Dies kennen Sie alle. Ja, Sie haben es richtig erraten, ein Kompass. Der Kompass ist dazu da, um in die richtige Richtung zu gehen, um sich zu orientieren. Ich machte einmal bei einer Rallye im Zeltlager die Erfahrung, dass die Jugendlichen den Kompass sogar schon auf ihrem Smartphone haben. Ich stellte ihnen die Aufgabe, sich zu orientieren und dachte, sie sollten es nach dem Sonnenstand tun mit ihrer Uhr. Doch sie zückten ihr Smartphone und wählten den Kompass. Erstaunlicherweise sah er genauso aus, auch mit einer Nadel, die nach Norden zeigte. Aber nicht nur, um den Weg nicht zu verfehlen, brauchen wir Menschen Orientierung. Der Kompass ist für die äußere Welt. Aber auch unsere innere Welt braucht immer wieder Orientierung. Dazu die folgende Geschichte.